Das Lyceum Alpinum Zuoz liegt auf rund 1800 Metern über Meer, eingebettet in der spektakulären Landschaft des Oberengadins. Rund 320 interne und externe Schülerinnen und Schüler aus 33 Nationen sowie der unmittelbaren Region besuchen hier das Gymnasium. Gemäß unserem Motto «Mensana in corpore sano» geben wir unseren Schülerinnen und Schülern eine ausgewogene Erziehung im musischen Bereich, im physischen Bereich und vor allem natürlich im intellektuellen Bereich. Wir sind verpflichtet auf eine Wertehaltung. Diese Wertehaltung erfasst Begriffe wie Leistungsbereitschaft, Motivation, Fairplay in allen Lebenslagen und vor allem auch Weltoffenheit. Die Schülerinnen und Schüler erlangen mit dem Maturitätsausweis die allgemeine Hochschulreife. Am Lyceum Alpinum Zuoz besteht auch die Möglichkeit, das deutsche Abitur oder das englischsprachige internationale Baccalaureat, das Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt anzieht, zu absolvieren. Ich habe das Gelbete aus der Schule und SB, das Scholärische Wenschko Possibel, mit der Erde für mehr als Charakter, der Gordertchen aus der Wenschweiber in der Universität begrenzt, aber in diesem simplen Mensch necessarisch, Wulenser im Prender Kochose per nasa vita. Seit jeher spielt Sport am Lyceum Alpinum eine zentrale Rolle. Schülerinnen und Schüler können zwischen 25 verschiedenen Sportarten auswählen, in welchen sie professionell betreut werden. Durch die internationale Ausrichtung der Schule werden auch Sportarten wie Cricket und Rugby angeboten. The great thing is students at the Lyceum have countless opportunities to experience fair play in sports and games, tolerance of others, teamwork with their teammates. In fact, in sports and games lessons, we probably have over 25 different sports available to the students. And throughout the year, probably about 20 plus school teams in regular coach training. So lots of opportunity for our students here at the Lyceum. Die mehrfache Golf-Schweizermeisterin Caroline Rominger absolvierte ihre Matura 2003 am Lyceum Alpinum Zuoz. Dank grosser Flexibilität seitens der Schule konnte sie sich schon damals stark aufs Golfspielen konzentrieren. Ich hatte eine super gute Zeit am Lyceum. Es war immer lustig. Ich habe mir gute Freundschaften gemacht. Und auch für mein Golfspiel war das bestimmt eine super Zeit, weil ich viel frei nehmen konnte. Ich durfte jederzeit an Turniere gehen, trainieren nachmittags und natürlich alles, solange die Noten stimmten. Auch auf die musische Förderung wird großen Wert gelegt. Sei es im Chor, im Instrumentalunterricht oder im Theater, welches am Lyceum Alpinum eine große Rolle spielt. Das Theater ist eine der anspruchsvollsten Kunstformen, weil es den ganzen Menschen fordert. Das heißt, es geht um physische Präsenz, es geht um sprachliche Artikulation, es geht um emotionale Glaubwürdigkeit, es geht darum, gekonnt zu improvisieren, teamfähig zu sein und letztlich mit dem Theater die Welt zu deuten. Und darum formt das Theater Persönlichkeiten und das macht es wertvoll und unersetzlich. Die internen Schülerinnen und Schüler wohnen in verschiedenen Häusern auf dem Campus. Der Geist der Schule ist im Internat besonders offensichtlich. Denn ohne gegenseitigen Respekt, Toleranz und Fairness wäre das Zusammenleben im Internat nicht denkbar. First of all, we have to take responsibility for ourselves and for the others in our house. We participate actively in everyday life in our community. Das Zusammenleben hier im Internat finde ich das Schöne persönlich, ist, dass es verschiedene Schüler gibt von verschiedenen Ländern und dass es langjährige, enge Freundschaften bildet und entwickelt und dass sie lange oft ein Leben lang halten. Weltoffenheit erlebt man täglich, wenn man am Lyceum Alpinum zur Schule geht. Die ganze Welt rückt sehr viel näher zusammen. Der internationale Geist prägt die Schülerinnen und Schüler während ihrer gesamten Schulzeit.